Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, in der Übersichtsbetrachtung der Companion Bible sind wir nun bei Anhang 155, die zwei großen Prophetien des Endes der Zeit, Lukas 21, Matthäus 24, auch Markus 13. Prüfet alles und das Gute behaltet. Die große Prophezeiung, die in Lukas 21 aufgezeichnet ist, unterscheidet sich sowohl zeitlich und örtlich als auch thematisch von der in Matthäus 24 und Markus 13. Die bei Lukas aufgezeichnete Prophezeiung wurde an einem jener Tage gesprochen, als er das Volk im Tempel lehrte, Lukas 20,1. Eine Zeitangabe findet sich in 21,1 und er blickte auf und sah, wie die Reichen ihre Gaben in die Schatzkammer warfen. Ich war also noch im Tempel. Er war also noch im Tempel, als er die in Lukas 21 aufgezeichnete Prophezeiung aufsprach, denn das ganze Gespräch mit den Jüngern folgte ohne Unterbrechung dem Lob des Herrn an die Witwe. Was aber die Prophezeiung in Matthäus 24 betrifft, so lesen wir deutlich Vers 1. Und Jesus ging hinaus und verließ den Tempel, und als er den Ölberg saß, kamen die Jünger zu ihm ins Haus. In Markus 13,1 heißt es, und er ging aus dem Tempel hinaus, und als er sich auf den Ölberg setzte gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas unter vier Augen, Vers 3. Wir haben also zwei große Prophezeiungen. Die eine, Lukas, wurde im Tempel ausgesprochen, die andere, Matthäus und Markus, später auf dem Ölberg. Da sich Teile der ersten bei der zweiten Gelegenheit wiederholen, werden wir die Hauptpunkte der drei in parallelen Spalten wiedergeben, sodass der Zweck jeder einzelnen und der Unterschied zwischen ihnen klar erkennbar wird. Beide beginnen mit einer Zusammenfassung von Ereignissen, die sich zu Lebzeiten und in der Erfahrung derer, die das Wort hörten, zugetragen haben könnte. So, also da sehen wir die Vergleiche, Lukas 21, Matthäus 24, Markus 13. Johannes bezieht sich auf dieses erste Zeichen in seinem ersten Brief 2,18. Aber hätte das Volk auf die Verkündigung des Petrus in Apostelgeschichte 3,18 durch die zwölf im Land, durch die, die ihn hörten, Hebräer 2,3, und durch Paulus in der Synagoge der Zerstreuung Buße getan, wäre alles, was die Propheten geschrieben worden, erfüllt worden. Und dann geht es hier weiter. In der Rede des Herrn, wie sie im Lukas-Evangelium aufgezeichnet ist, wird man bemerken, dass er anstatt zu sagen, das sind die Anfänge der Schmerzen, um mit dem Bericht darüber fortzufahren, kurz innehält, er geht zurück. Er fügt eine Klammer ein, in der er die Ereignisse beschreibt, die vor allen diesen Anfängen der Schmerzen stattfinden werden. Er beschreibt in Vers 12 die Zerstörung Jerusalems. Vers 12, aber von all dem, das heißt vor der großen Trübsal, wird sich all das ereignen, was in Verse 12 bis 24 über Jerusalem berichtet wird. Dies sind die Schlussworte. Vers 24, und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und gefangen weggeführt werden in alle Völker, und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. In der in Matthäus 24 aufgezeichneten Rede geht er nicht zurück, um über den Zustand Jerusalems vor und bis zum Beginn der großen Trübsal zu sprechen, nachdem er gesagt hat, dies alles ist der Anfang der Schmerzen, fährt er fort,
die Schmerzen oder Geburtswehen der Trübsal zu beschreiben. Matthäus 24, 9 bis 28, Markus 13, 9 bis 23. Und er setzt die Prophezeiung über diese Schmerzen bis zu dem Zeitpunkt fort, an dem er in den Wolken des Himmels erscheinen wird, während der Herr in der in Lukas 21 aufgezeichneten Rede zurückging und beschrieb, was vor allen diesen Anfängen der Trübsal geschehen sollte. Spricht er nicht weiter von der großen Trübsal, sondern greift sie am Ende auf und spricht, wie bei Matthäus und Markus, über sein Kommen in den Wolken des Himmels. Natürlich sind die Worte bei Lukas etwas anders als bei Matthäus und Markus. Die erste Prophezeiung im Tempel, Lukas 21, wurde als Antwort auf zwei Fragen ausgesprochen. Erstens, wann werden diese Dinge geschehen? Und zweitens, welches Zeichen wird es geben, wenn diese Dinge geschehen werden? Die Antwort auf 1 findet sich in den Versen 8 bis 24. Die Antwort auf 2 in den Versen 25 bis 28. Die zweite Prophezeiung auf dem Ölberg, Matthäus 24, Markus 13, werden als Antwort auf 3 verschiedene Fragen ausgesprochen. Erstens, wann werden diese Dinge geschehen? Zweitens, was wird das Zeichen deines Kommens sein? Und drittens, was wird das Zeichen des Endes der Weltzeit sein? Die Antwort auf erstens wurde Matthäus 24, 4, 14 gegeben, Markus 13, 5, 13. Die Antwort auf 2 wurde in Matthäus 24, Verse 15 bis 27 gegeben, Markus 13, Verse 14 bis 23 und in Matthäus 24, Verse 29 bis 31. Und Markus 13, 24 bis 27 und in Lukas 21, 25 bis 28. Und dann schließen beide Prophezeiungen mit dem Gleichnis vom Feigenbaum und der abschließenden feierlichen Zusicherung. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird keineswegs vergehen, bis dies alles erfüllt ist. Matthäus 24, 34, Markus 13, 30, Lukas 21, 32. Letzteres ist die letzte von 4 ebenso eindrucksvollen Aussagen. Matthäus 10, 23, Matthäus 16, 28, Matthäus 23, 39, Matthäus 24, 34. Jeder dieser Aussage besteht aus 2 Sätzen, von denen der erste die stärkste Verneinung enthält, die überhaupt verwendet werden konnte. Siehe Appendix 105, 3. Er sollte mit auf keinen Fall oder in keiner Weise wiedergegeben werden, wie es an anderer Stelle oft geschieht, während im zweiten Satz das Verb im Konjunktiv steht, mit oder ohne den griechischen Partikel an, der, sowohl er in der Übersetzung nicht wiedergegeben werden kann, den Satz hypothetisch und abhängig von einer ausdrücklichen und implizierten Bedingung macht. Diese Bedingung war in jedem dieser 4 Abschnitte die Umkehr des Volkes als Antwort auf den Appell der anderen Knechte aus Matthäus 22, 4 und wie in Apostelgeschichte 3, 18 bis 26 und anderen Stellen. Insbesondere Apostelgeschichte 28, Verse 17 bis 29 beschrieben wird. Die Schlussfolgerung beider Prophezeiungen besteht also aus einer gesicherten Gewissheit mit einer bestimmten Eventualität oder Ungewissheit, die sich nicht erfüllt hat. Hätte das Volk Umkehr gemacht, dann wäre Jesus Christus gesandt worden und die Wiederherstellung aller Dinge, die Gott durch alle seine heiligen Propheten seit Anbeginn der Welt geredet hat,
hätte stattgefunden. Gemäß der göttlichen Zusicherung, die Petrus in Apostelgeschichte 3,18 bis 26 gegeben hat. Aber die Bedingung der nationalen Buße, 3. Mose 26 bis Vers 40 oder Hosea 14,1 bis 14, wurde nicht erfüllt. Daher ist diese Generation verstorben. Und beide Prophezeiungen mit allen anderen sind nun aufgeschoben. Das erste Zeichen von allen hat stattgefunden und wird wieder stattfinden. Der Aufstieg der vielen Antichristen, wodurch Johannes sagen konnte, dass sie wussten, dass es die letzte Stunde vor dem Ende dieses Zeitalters war, 1. Johannes 2,18. Anhang 1, es besteht also kein Raum für ein Jahrtausend des Friedens zwischen der großen Trübsal und der Erscheinung des Herrn in Herrlichkeit, was beweist, dass das zweite Kommen vor der Jahrtausendwende liegen muss. Zweitens, in allen drei Abschnitten ist das Verb genetai kann entstehen oder sich ereignen, nicht plero, ganz erfüllt und vollendet sein, wie in Lukas 21, 24. Das war in beiden Fällen so. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige, zusammengestellt, wie immer, von unserem Bruder im Herrn Antonino. Vielen Dank. Also es ist ganz wichtig, dass man die Unterscheidung der Prophezeiung aus Lukas 21 und Matthäus 24 versteht. Und dazu ist dieser Appendix Nummer 155 sehr gut geeignet. Prüft alles, das Gute behaltet im Herrn Jesum Christum. Alles Gute. Hier will ich folgen, wo